Wir zeigen euch erstmal das Resultat, und zwar beste, feinste Erde, richtiger Wurmhumus, könnt ihr hier sehen. Das ist das Produkt, was die Würmer herstellen, wenn man ihnen Küchenabfälle gibt und Zeitungspapier. Diese schöne, feinkrümelige Erde, ganz voll mit Nährstoffen. Sehr gut für Balkonblumen, für alle Zimmerpflanzen, aber natürlich auch draußen für den Garten. Wir haben hier so eine kleine Wurmkiste mitgebracht, dann zeigen wir euch das Ganze mal. Die erste Schicht, da kann man sehen, hier sind Küchenabfälle. Ja, es ist von Möhren was, ein bisschen Kaffeesatz und viel Zeitungspapier. Das brauchen die Würmer. Und hier sind Löcher unten in der Kiste drin, damit die Würmer an das Futter kommen. Da bewegen sich auch die Würmer von Schicht zu Schicht. Also die wandern letztendlich aus dem erdigen Teil vom Humus dann hin zum Futter, in die oberen Kisten. Jetzt zeigen wir euch mal die zweite Schicht. Hier sind vor allen Dingen die Würmer drin, die das Futter dann fressen. Hier kann man dann schon sehen. Die sind so ein bisschen lichtscheu, aber hier kann man die Würmer schon sehen. Die haben hier auch schon fast alles aufgefressen. Ja, hier sind noch ein bisschen Reste von uns, da sind ganz viele Würmer. Wenn die in der Ebene alles verdaut haben an Lebensmitteln, dann wandern die in die nächste Etage hoch, wo es wieder was zu futtern gibt. Ja. Und das Ergebnis, das sieht dann so aus. Da ist der Humus dann fertig und kann geerntet werden. Da sind noch vereinzelt Würmer drin, die man aber dann halt letztendlich dann auch dann raussammeln kann. Aber das ist dann schon der fertige Humus, den man im Garten oder in Blumentöpfen verwenden kann. Und getrocknet sieht das dann so aus. Getrocknet sieht das so aus, ist haltbar, kann man sehr gut lagern, denn wir stellen ja das ganze Jahr Wurmhumus her. Und in der Regel braucht man es ja nur im Frühjahr. Und so kann man das aber gut auf dem Balkon lagern. Wir machen das extra für Leute, die jetzt keinen Kompost zu Hause haben, wenn sie eine Mietwohnung haben, wenn sie vielleicht nur einen Balkon dazu haben und keine Biotonne haben. Dann werden die Küchenabfälle leider alle weggeworfen und werden hier in Düsseldorf in der Müllverbrennung verbrannt. Ja? Und Küchenabfälle sind wertvolle Rohstoffe, für die wir uns einsetzen. Denn wie man sieht, kann man daraus wieder ganz fruchtbare Erde schaffen. Also aus Küchenabfällen entstehen im Grunde genommen blühende Landschaften. Und es ist ein Traum. Alleine das anzufassen, das kann der Umwelt, der Pflanze, allem nur gut tun. Das tut selbst den Händen super gut. Das ist so schön. Und man kann auch weitere Kreisläufe schaffen in seiner Wohnung. Wenn man einen Balkon hat, muss man wieder Balkonerde kaufen. Dann muss man Blumendünger kaufen und die Balkonerde spätestens nach 2 Jahren ist die eigentlich fertig. Dann schmeißt man die wieder weg, kauft wieder neue Erde. Und mit Hilfe des Wurmhumus, den man aus den eigenen Küchenabfällen hergestellt hat, kann man die Blumenerde wieder recyceln, braucht keinen Blumendünger mehr zu kaufen, entlastet so die Umwelt natürlich. Und wenn man dann noch bienenfreundliche Pflanzen auf seinem Balkon anpflanzt, dann hat man wirklich ein kleines Biotop geschaffen. So kann also jeder selbst in seiner 5. Etage in seiner Wohnung etwas Sinnvolles herstellen. Ja? Und wir sind die Frauen vom Wurmkistenzentrum. Wir haben in dem Alternativzentrum Leben findet statt ein ganzes Zentrum aufgebaut mit verschiedenen Wurmkisten. Und wir geben jeden ersten Mittwoch abends um 18 Uhr ein Workshop, der ist kostenlos. Da stellen wir die Wurmkisten vor und erklären den Leuten genau, wie man so eine Wurmkiste führt, wo man die Würmer herbekommt, wie man sie richtig füttert. Wir züchten sogar und selbst demnächst die Würmer, sodass die also nicht mehr so, ja, so unleidenschaftlich einfach nur im Internet bestellt werden können, sondern dass man die auch in Düsseldorf erhalten kann. Und mit Pferdemist und so weiter. Und dann werden wir auch, denke ich mal, irgendwann fertigen Humus verkaufen. Für die, die sich an die Würmer nicht rantrauen. Und dass sie wenigstens ihren Pflanzen was Gutes tun können. Ja. Und man findet uns auf vielen alternativen Veranstaltungen um die Wurmkisten, um das noch bekannter zu machen. Weil wir denken, das ist eine wunderbare Idee für eine nachhaltige Stadt. Denn Küchenabfälle hat im Grunde genommen jeder. Und bevor sie weggeworfen werden, kann man da immer noch blühende Landschaften draus schaffen. Gut.